Der Motorplatz ist der Motorplatz. Ja, hör jetzt auf, mach mir jetzt keine Angst. Also TSI, letzter Schrott. Ist ja alles gut? Ja, und dir? Auch gut. Ich habe jetzt Wochenende. Ich würde dir jetzt sagen, hoch die Hände, aber gibt's nicht. Leider mit dem Golf haben wir ein riesen Problem. Darum auch mein Tester. Hosch, gell, das ist mal Kraft. Jetzt wird es schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den Golf 6. Rechnung. Okay. Da, wo wir die Standheizung eingebaut haben, was hammergeil läuft. Ich habe den Wagen ja für 1500 Euro gekauft. Und wir hatten ja einen Fehler, Speicher gehabt, Nockenwellenversteller. Vielleicht ist die Kette ja gelenkt und deswegen auch den Nockenwellenversteller als Fehler. Ist ja sehr oft. Darum wollte ich ja die Kette ausbauen und wir wollten ja schauen, ob der kaputt ist oder nicht. Egal, wir hätten es sowieso alles erneuert. Ich habe es bestellt. Das Problem ist, die das bearbeitet, die Sachen mir schickt von Febi, ist leider im Urlaub. Deswegen kam das Teil ja nicht. Und dann haben wir uns ja gesagt, okay, wir bauen jetzt die Feature schon mal ein, bauen die Standheizung ein. Da kommen ja noch mal ein paar andere Sachen, die bauen wir schon mal ein. Und wenn die Kette kommt, bauen wir die Kette in Ruhe ein. Darum habe ich den Wagen auch nicht gefahren. Nur einmal bin ich hier gefahren. Und da war ja alles in Ordnung, ne? Der hat nicht gezogen. Und da haben wir einen Fehlerspeicher ausgelesen, das war's. Sonst haben wir den Wagen ja, weiß ja Ibo, oder Zeit hatten, haben wir den Wagen ja von der Bühne hier hingefahren. Oder ich habe ja oft gesagt, fahr den da hinten. Dann haben wir immer wieder unsere Standheizung angemacht, ne, geguckt, ob der Lüfter funktioniert und dann auch, wo es kalt war, immer angemacht. Ja, was ist jetzt passiert, Ivo? Springt nicht mehr an. Von jetzt auf gleich. Ja. Bei dem letzten Video war das sogar. Ist er nicht mehr angesprungen. Und ich habe eine ganz kleine Batterie drin, ich glaube 40, 45 Ampere Batterie. So, oh, yeah. Leute, jetzt gucken wir mal, ob der anspringt. Ja, er hat gebraucht. Oh nein! Oh nein! Ist ja schon schwach? Ja, ich habe den ganzen Tag nur ausprobiert. Ach ja, gut, okay. Dann hast du ja da einiges abgezapft, ne? Dann kann man dem das nicht übel nehmen. Da kriegt jetzt eine schöne 70er Batterie rein. Und glaub mir, da kannst du ganze Woche heizen. Und nach einer Woche wird trotzdem laufen. Es reicht ja, wenn man morgens heizt. Und wenn richtig tief, wir im tiefen Winter sind, vielleicht zweimal. Außerdem, ich habe doch ein paar Booster. Kannst du einen mal mitnehmen? Einen mal mitnehmen. Ja, ist so. Booster sollte man sowieso haben. Ja, sollte so, man wirklich. Mal, jetzt braucht der Booster rein. Noch ein Weltversteller. Jetzt kommt die andere Geschichte. Jetzt haben wir Mutter schon. Was? Gut, dass wir in der Werkstatt sind. Ich wäre jetzt irgendwie voll aufgeschmissen, wenn ich irgendwo auf der Autobahn und so, was weiß ich, irgendwo angehalten hätte und das Auto geht nicht. Was ist denn jetzt los? So, was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Ja, ich wollte ja sowieso die Kette machen, aber die Kette habe ich ja bestellt, die kommt ja erst nächste Woche. Und jetzt haben wir so ein Problem, weißt du? Das Auto will geschoben werden. Ich sag mal, Fortsetzung verrückt. Du guckst schon so. Der Motorplatz ist der Motorplatz. Ja, hör jetzt auf, mach mir jetzt keine Angst. Also TSI, letzter Schrott. Ibo hat den auf jeden Fall rausgefahren. Wir haben das Video zu Ende gedreht. Wir wollten nur gucken, ob er noch startet. Hat er nicht gemacht, Batterie war zu schwach. Winzige 44 Ampere Batterie. Ja, und was passiert? Das Ding ist von jetzt auf gleich nicht mehr angesprungen. Im schlimmsten Fall, sage ich jetzt. Vielleicht haben wir Glück und die Kette ist übergesprungen. Sind die Ventile nicht draufgeknallt. Ansonsten haben wir Pech. Vielleicht ist das ja auch so, dass ich einfach unfähig bin, eine Standheizung einzubauen und haben den Steuergerät irgendwie kaputt gemacht. Aber wenn das so ist, das heißt, dann müsste kein Sprit mehr kommen, die Drosselklappe müssten wir nicht mehr hören und kein Funke mehr kommen. Wenn wir so ein Auto in der Werkstatt haben, Auto wird abgeschleppt, der leuchtet nicht mehr, dann fangen wir immer so an. Also gucken, ob Zündfunke ankommt, ist ein Benziner, gucken, ob Sprit ankommt, gucken, ob die Drosselklappe leuchtet. Bevor wir sagen, es ist irgendwie die Kette. Bei einem 1,4er. So, ich zeig dir mal, was er macht, okay? Besser gesagt, was er nicht macht. Er startet nicht. Auf einmal läuft er jetzt. Ja, wir werden jetzt sehen, wenn wir jetzt keinen Zündfunker haben.
kann ich dir ja sagen, was Sache ist. Also Federspeicher haben wir auch noch nicht gelesen. Sprit ist auf jeden Fall da. Boah, einfach Masse. Die Batterien nehmen. Ja. Ja. Kommt. Halt mal fest. Zündfunke ist da. Benzin kommt. Also nichts am Steuergerät. Schlüsselnummer weiß ich aus dem Kopf. Gut, dann lesen wir den einmal aus und dann bin ich mal gespannt. Oh, wenn jetzt irgendwie, ich sag mal, Nockenwellenversteller, weil wir haben den Fehler ja damals gelöscht, ob er jetzt nochmal Nockenwellenversteller, Kurbelwellensensor, Kurbelwellenpositionsgeber, irgendwas zeigt, dann ist das nicht gut. So, 0603 AMK. Schlüsselnummer. Ja, hab ich gesehen. Wenn du mir nicht glaubst, AMK. Das sagt gerade der mir. Und das würde ich auch gerne jetzt sagen. So, Batterie voll gemacht und ich habe den nicht angeschaut. Das wollte ich mit euch zusammen anschauen. Irgendwie bin ich aufgeregt. Oh, zwei Fehler haben wir, Ivo. Nockenwellen, Verstellung Bank 1, Nockenwellensensor, Signal zu hoch. Hä? Ist der kaputt oder was? Das kann aber nicht sein. Also wenn der Nockenwellensensor hier kaputt ist, er hat ja zwei. Er hat einmal hier Nockenwellensensor, hier hinten. Ja. Und das ist ja für den Versteller, ne? Nockenwellenverstellung. Nein, also wenn der kaputt wäre, also auch wenn du den abstecken würdest, der müsste laufen. Also Sprit macht der, Benzin macht der, nee, das ist Schwachsinn, also das brauchst du. Weißt du, was jetzt nur noch bleibt? Einmal alle Zündkerzen abbauen und dann werden wir mit der Kamera reinschauen. Wie zum Beispiel Spuren vom Ventil auf dem Kolben. Was natürlich nicht gut wäre. Weil was heißt das dann? Motorschaden. Ja, ja, Motorschaden sowieso. Aber was heißt das dann? Dass die Kette so gelenkt hat, dass die Ventile aufgeschlagen sind. Gut, Ivo, dann machen wir das so. Du baust jetzt alle Zündkerzen einmal ab. Mhm. Ich hole die Kamera und dann schauen wir mal rein, okay? Okay. Boah, alle stinken nach Benzin. Alle sind voll mit Benzin. Zündfunke ist da, Benzin haben wir da. Was ist passiert? Von jetzt auf gleich. Was könnte denn da passieren? Bin ich mal gespannt. Kennst du die geilste Kamera auf der Welt? Ja, das ist gut. Ha? Das ist die geilste Kamera, die es gibt. Die ist auch die dünnste Kamera. So, wir machen Licht an. Oh, jetzt bitte, komm mit guten Nachrichten zurück. Okay. Ihr seid leicht dabei. Oh, shit, ich glaube, der ist aufgeschlagen, lieber. Mhm. Ja, guck dir das an. Hier ist er aufgeschlagen. Da. Und da. Und wie sehen die Ventile aus? Da. Fuck. Oh ja. Da ist er aufgeschlagen. Ja. Hä? Hast du was gesehen? Ja, Motorschaden. Nein. Ventile sind aufgeschlagen. Kabel oder? Kopf muss ab. Kopf muss ab? Ja. Guck mal nicht. Guck mal hier. Da siehst du was. Hier ist der aufgeschlagen. Mhm. Einmal dort, einmal dort. Oh, hier ist sogar ein Stück abgebrochen, oder was? Echt jetzt? Kann ich nicht sagen. Also so wie es aussieht, ist der hier, genau hier drauf gehauen. Da, siehst du? Mhm. Scheiße. Heißt, hält erstmal aus. Eine Weile. Nee. Ey,
Das ist doch jetzt nicht wahr. Weißt, du weißt ja auch, ne? Ich habe die Kette bestellt, Julia war nicht da. Die hat die, dann hat mir das Chris geschickt. Ja. Da haben wir ja gesagt, komm, wir machen so lange was anderes. Haben wir die Standheizung eingebaut. Ja. Und wir hätten ja noch ein paar andere Sachen noch eingebaut. Ach. Ja. Traurig, aber wahr. Aber weißt du, was geil ist? Der Vorbesitzer hat den Wagen genau im perfekten Zeitpunkt abgegeben. Und hat ein sehr schönes Auto bekommen. Ja. Hat er was dafür? Nein. Kann er nicht? Hallo? Kann er nicht? Bist nein. Sicher? Ja, natürlich nicht. Also es hätte jedem auch passieren können. Ja, natürlich. Hätte auch bei ihm passieren können. Okay. Genau. Dein Pech. Das ist mein Pech. Nee, beim nächsten Video schauen wir uns erstmal an, wie die Zahnräder verstellt sind. Willst du jetzt einen neuen Motor besorgen oder willst du das reparieren? Ich weiß es nicht. Oder willst du da trotzdem mal reingucken? Ich muss das erstmal verdauen hier. Guck mal, ist das Geile bei der Kamera, ihr könnt den echt komplett drehen so. Wahnsinn. Hier sieht's gut aus und da siehst du. Da, bam, da, bam. Ne? Da siehst du schön, wo der drauf gehauen hat. Und wenn du dann einmal drehst, siehst du auch, wenn du einmal nochmal drehst, dann siehst du auch schön, wo der drauf gehauen hat. Guck mal. Boah. Ding hat aber ordentlich drauf geschöpfert. Ja, da, guck, siehst du. Hier ist okay. Da. Also diese blanken Stellen, ne? Ja. Da auch und da auch. Ja, und ja, richtig. Ja, und so sieht es bei allen aus. Alle? Hast du schon überall reingeguckt? Egal, für Ivo wird das interessant. Für mich wird es teuer. Ja, aber du hast doch gesagt, diese Motoren kriegt man doch so ohne Probleme, oder? Ja, also wir werden den jetzt sowieso auseinanderbauen und dann werden wir uns entscheiden. Ob wir einen neuen Motor besorgen oder das reparieren. Genau. Was günstiger ist halt, ne? Ja. Aber ich meine, wir werden uns das anschauen, die Kolbenringe und so, wir schauen uns das alles an und dann, ja, es ist ärgerlich, ne? Natürlich, du hast das Auto, machst es jetzt fertig und dann kommt sowas. Aber egal, wir hatten aber schon eine Probefahrt gehabt. Und jetzt auf einmal Motorschaden. Der war kurz davor wohl und das ist halt jetzt bei dir passiert. Er hat nicht mal gesagt, ey, ich krieg gleich Motorschaden. TSI heißt ab jetzt Totalschaden. Integriert oder total Schrott inbegriffen. Inbegriffen. Egal wie. Könnt beides aussuchen. Also, Leute, ich habe das Auto noch gelobt. Und da macht er sowas. Der kriegt doch so viele Sachen. Schon angekündigt, was er alles noch bekommt. Und dann kommt er mit sowas. Und dann kommst du so um die Ecke. Ehrlich, wie werden wir Freunde? Weißt du, ich will dir ja nur 4 Monate fahren. Und er will einen neuen Motorshop von mir haben. Ja? Was ist los? Einmal geküsst und schon mit heiraten. Okay. Was sollen wir machen, Ibo? Ist der Döner? Ja. Dankeschön. Das war ja das, was ich gewonnen habe, ne? Ja, genau. Ja. Dankeschön. Die Wette. Ibo? Teile? Nein. Egal, was passiert, ich sag mal eins, es gibt Schlimmeres, okay? Geld ist nicht alles. Kriegst du schon. Ah ja, sowieso. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleib gesund.